Hand des Anfangs. Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag mit der Garmin Schrägstrich Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, Dinge aus der Vergangenheit, Dinge, Kinder der 2000er, Dinge, die mich belasten, aber doch erfreuen. Ja, was haben wir da? Einen Düngungshubschrauber, zumindest wenn man glaubt, dass es ein Düngungshubschrauber ist, mit Bergung, Bergungsfunktion und Enzym, Kimmel und Korn. Wurscht. Drei Dinge aus der wunderbar minimal traurigen Kindheit vom Doc. Das war super, wenn das nicht wackelt. Nein, danke. Aus der Kindheit vom Rock. Aus der Kindheit. Habe jetzt Rock, Doc gesagt? Ja. Tut mir leid. Nein, ich heiße Rock. Ich vergiss manchmal, wie ich heiße. Ja, ich bin der Doc. Ist okay. Ja, ein... Ist nicht Plastik. Ist Metall. Ein Hubschrauber, und das war eins meiner Lieblingsspielzeuge als Kind. Ich bin mit dem oft stundenlang alleine, wie sonst, wer war denn da? Nix, keiner war da. Umgelaufen und habe mit dem gespielt. Den wollte ich jetzt einfach einmal herzeigen. Ja, mit einer Kranbergungsfunktion. Ja, das kann man da aussehen, kann so, dann kann man damit weg. Ich habe immer gespürt, das ist ein zusätzlicher Flügel. Dann hat man da wahrscheinlich eine Zieleinrichtung. Da. Ich habe immer als Kind gespielt, das ist ein zusätzlicher Flügel. Und dann habe ich, es war ein Transformer, und dann habe ich damit gespielt, da kann man nämlich Sachen so ausklappen, da kann man düngen oder weiß ich nicht was. Hier, und ich habe immer als Kind gespielt, das sind Flügeln. Und dann war das so ein Hubschrauber mit einer Powerfunktion, nämlich dass er ganz viel richtig Flügel dazu hat, und mit dem bin ich dann so. Ja, Dr. Octopus-Style. Genau. Nur, dass keine so Tentakeln sind, sondern so. Das heißt, du wolltest eigentlich keinen Hubschrauber haben, die als Kind, die ganze Zeit nicht. Du wolltest einen Hubflugschrauber, Fluggerät. Zeug, Schrauber. Das geht dir gar nichts an, ja. Das geht dir gar nichts an. Das ist aber prinzipiell wurscht. Nein, eins meiner Lieblingsspielzeuge, und gefunden Games in einer Alt-Lego-Kiste, die schon in den frühen 2000ern, oder nein, das war so, ja, wirklich, das, oder in den späten 90ern habe ich das gekriegt, ja. Kann mich noch genau erinnern. War der versteckt in einer Lego-Kiste, wo die alten Lego-Raumschiff-Sachen aus den 80er von meinem Cousin drinnen waren. Und auf einmal habe ich das so ausgezogen, dann ist das, hat so herausgeschaut. Und dann habe ich Angst gekriegt natürlich, dann habe ich die Mama geholt. Und dann haben wir gemeinsam da dran gezogen, und dann kam dieser Hubschrauber zum Vorschein. Und es wurde dann zu einem meiner Lieblingsspielzeuge. Wunderbärbel. Und dann die nächsten zwei Dinge, die wir zum zeigen haben. Wir Kinder der 90er, in den frühen 2000er war das bei Mackie. Ja, der heiße Shit. Weil das war Musik, die nicht viel kostet, auch nicht sehr lang dauert, für gratis. Das war im Happy Meal dabei, das war mehr Trend, das waren die ersten, das war so, da waren wir da, genauso wie den Togo Flicken-Lick-Lolle, ja? Den können wir auch mal zeigen. Das war einfach damals ganz schön Togo, das war wunderbar. Das hast du am Schlüssel oder auf dem Hohen, die ganz coolen Kids haben das im Hosenbund gehabt, aber wurscht. haben dann das so mal tun gehabt, und wenn er eingeschalten war, der geht jetzt dann natürlich nicht, aber dann hast du dann aufgedrückt. Da kamen Töne, Geräusche. Genau, dann hat das gespielt von der Sandy. Die heutzutage wahrscheinlich eh keiner kennt. Das waren so die typischen 2001, 2002, die Pop-Bands, die noch an zwei Monaten in der Versenkung verschwunden sind. Aber ja. Ja, genau, die Yo Angels, ne? Nein, weil an die kann man sich heute noch erinnern. Ich meine von den unzählig anderen, die komplett in der Versenkung verschwunden sind. Manche haben, kann man sich auch noch erinnern. Ich rede von Chips. Ich rede von
die auch noch ein bisschen von Banneru, die durch Togo bekannt worden sind. Ich rede von dann ein bisschen später ist Schnappi und das alles gekommen, aber davor, da war da jedes Monat irgendeine andere Konfiguration aus wahllos unnötigen, tut mir leid, die eh keiner mehr kennt. Und das waren dann solche Interpreten. Wie zum Beispiel die da wären, bei der zweiten Ding, Girls Aloud. Ja? Eine wahnsinnig gute Gruppe. Kennt man eigentlich heutzutage in der Music Walk of Fame in einer Ding, nehmen wir wie die Stones, Beatles, Metallica, das ist ungefähr diese Riege. Und ich weiß nicht, kennt das noch wer? Nein. Aber der spielt. Und da müssen wir jetzt wirklich keine Angst haben, dass man irgendwie Urheberrechtsverletzungen hat, weil das, die Qualität davon, ja, die versteht das YouTube-Programm eh nicht. Wir hören mal rein. Und das konnte man auch an den Hosenbund machen und ja, also ein Relikt. Gibt es heutzutage nicht mehr. Aber hot irgendwie was, ja? Hot ist hot. Kann man das ein bisschen, ja, machen wir so. Ja, also drei Gegenstände aus meiner Kindheit. Und zwei davon 2000er Chance. Ich meine, geht's cooler? Ich glaube nicht. Man muss an dem Punkt auf ein entscheidendes Detail, eine universelle Wahrheit einmal hinweisen. Ja. Nämlich, das, was wir da machen, ist nachhaltig. Ja. Und einfach, zukünftige einfach dem, Generation. Einfach aus dem Blickwinkel, weil wir total. Den totalen Klumpert geben wir ein neues Leben. Wir verwenden es wieder. Ja. Und geben ihm ein neues Leben als YouTube-Objekte. Ja. Also wir haben es nicht, er hat nicht nur damals damit gespielt und bla 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 und ist damit groß geworden. Und ich hab damit nicht gespielt, ich hab's am Hosenbund gemacht. Ja? Aufpassen. Und jetzt sitzen wir da und geben den Dingen neuen Sinn, nämlich als YouTube-Anschauungsobjekt. Das meine ich mit Nachhaltigkeit. Und verewigen es für die Ewigkeit. Genau. Sehr großen Gruß jetzt gerade an das Jahr 2100. Das ist das Jahr 2023. Die wir haben damals einfach nicht mehr gehabt. Das war so. Wir haben alle das am Hosenbund gehabt. Haben wir überhaupt eine Hosen auf? Ah ja, stimmt. Ich hab... Scheiße, wirklich eine. Da fuck. So, das müssen wir jetzt ändern. Ich muss jetzt die Hosen ausziehen. Und deshalb müssen wir jetzt ganz schnell dieses Video zum Ende bringen, ne? Weil sonst wird es peinlich auch noch. Grüß deshalb, nochmal. Grüß euch. Und Tüdelü. Was sieht man hier? Hand. Die Hand des Entes. Entes. Entmen.